Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Hier auf Grim's Butterfly Gaming. Wieder mit mir, dem Wilhelm. Und es wird Zeit, dass wir jetzt mal ein paar Aufträge zu Ende bringen. Wir können zuerst mal hier anfangen. Mausbett, so, Glücksbringer, Stern, der sich in Wasser auflöst. Das haben wir nämlich, das weiß ich, das müsste Sternsalz sein. So. Nee. Hm? Sternsalz? Ja, aber natürlich. Das ist ja sonnenklar. Arigatou gozaimasu. So. Ich lese jetzt gerade nicht so viel vor, aber ich will halt einfach nur die Nebenaufträge bald mal fertig bekommen, damit ich endlich weitermachen kann. So, Flügelknochen. Die bekomme ich, soweit ich erfahren habe, in der Wüste oder von Monsterjäger-Camps, aber die Monsterjäger-Camps bringen mir irgendwie keine, deswegen in die Wüste. Wir haben ja mehrere Aufträge in der Wüste. Dann trifft sich das ganz gut, da können wir nämlich gleich mal richtig schön durch die Wüste laufen. Herbstzeitmantel. Gucken wir mal, ob wir den herstellen können. Da, Herbstzeitmantel. Und dann ist er auch noch ziemlich stark. So, eine erlesene Herbstzeitmantel. Ja, für Shanti. Gut, dazu müssen wir dann nochmal nach Minneapolis. Das ist das Einzige, was das Spiel wirklich noch optimieren könnte. Die Maus, der Mauszeiger im Menü und allem. Der halt ein bisschen komisch wackelt und der ist unsensibel, funktioniert, läuft nicht so richtig mit. Das ärgert schon ein bisschen. Wir müssen hier lang. Schön, der Malma. So, bitteschön, aber dann kommst du jetzt mit uns, ja? Wir haben dir ja schon einiges gezeigt. Ein verlockender Herbstzeitmantel, wenn ich doch nur einen Blick darauf waschen könnte. Bitteschön. Du. Hier ist ein Herbstzeitmantel für dich. Wie sieht's jetzt aus? Oh, der ist wahrhaftig verlockend und ein angemessener Name. Die hat doch sehr interessante Designs zu bieten. Ich darf nicht klein beigeben. Er hat neue Kraft geschöpft. Er hat sich aus seinen Formen tief befreit. Wirklich? Stylisch, energetisch und verlockend. Ich habe das Gefühl, ich könnte jede Art von Kleidung herstellen. König Evan und Susie, danke, dass ihr mir aus meiner Krise geholfen habt. Jetzt bin ich bereit. Ich gehe nach Minneapolis und werde Kleidung für alle möglichen Leute herstellen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist super. Wir erwarten viel von dir, Fiebsbacher. Schön, dass alles so gut geklappt hat. Ich freue mich schon auf Fiebsbachers Kreationen. Oh, den haben wir jetzt auch. So, der nächste Auftrag. Rätsel des Ziseleurs. Ich habe dann den Ring gefertigt. Laut der Beschreibung. Und ich hoffe mal, dass das jetzt der richtige ist. Ja, ich habe mal nachgeguckt. Man braucht halt Marmorerz. Dieses Frohholz war das und, was war das andere nochmal? Teufelskristalle oder sowas? Das klang halt genauso, meiner Meinung nach, wie das, was er gesagt hat, für dieser unbeugsame Ring.
Mal sehen. Ein Fingerring bin ich, schillernd fein, aus vielerlei geschmeid. Aha. In Teufelshaus aus Marmorstein, fröhlich hölzern, wuchs ein Funkeln klein. Genau, dein kleines Prisma. Ja, ich hoffe mal. So sage ich ihr Richtiges ein, sonst gebe ich das echt aus, sonst habe ich echt keine Ahnung. Da, unbeugsamer Ring. Die Materialien sind Teufelsmuschel, Marmorerz, Frohholz und ein kleines Prisma. Und der Ring, den man daraus machen kann, ist dieser unbeugsame Ring. Habe ich recht? Hervorragend! Gut gemacht, mein Junge! Das ist die richtige Antwort! Jatta! Puh, ein Glück. Ja, wirklich. Schick, Evan! Weißt du, sogar König Leopold hatte seine liebe Not mit diesem Rätsellied. Wirklich? Du hast dieses Rätsel auch schon Vater aufgegeben? Dein Vater wäre stolz, wenn er sehen könnte, was aus dir geworden ist. Danke, Schnurdolf. Und ich kann in Zukunft ohne Bedenken die richtig schwierigen Rätsel auspacken. Denn ich werde nach Minneapolis ziehen. Ah, herzlich willkommen. Es ist schön, dich wieder bei uns zu haben. Ui. Aber Alterchen, nicht, dass du mir vor lauter Rätselraten das Zieseln vergisst. Keine Sorge, kleiner Freund. Schließlich schafft es nicht jeder zum Hofzieseleur. So, alles klar. So, die Designerstiefel habe ich hergestellt. Hoffe mal, dass sie nicht noch mehr verlangt als das. Ah ja, stimmt, die ist ja hier im Casino. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf Ni no Kuni 3. Yoroshiku ne. Dass ich neue Schuhe brauche. Ja, Designerstiefel. Yoroshiku ne. Ich habe doch Designerstiefel. Fokussierte Designerstiefel. Stabile Designerstiefel. Behende Designerstiefel. Oder muss ich die noch extra ausziehen? Ja, tatsächlich. Ich muss sie extra ausziehen, um sie ihr zu geben. Ach, Mist. Nee. Okay. Sind diese Stiefel das, was du suchst? Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Ich habe es mir überlegt, wie versprochen. Moment mal. Hat dein Land auch passende Ausrüstung zum Schutz unserer Göttin? Wenn nicht, dann werden wir dich und dein Angebot niemals akzeptieren. Ja, so sehe ich das auch. Ja, so sehe ich das auch. Ach, ihr wieder. Na schön. Also, dann machen wir es so. Die nächste Gabe soll eine Tyrannenrüstung sein, damit ich zartes Pflänzchen unbesorgt aufs Schlachtfeld treten kann. Mischen sich diese Ja-Sager hier eigentlich ein? Muss in ihrem Charisma liegen. Hoffentlich findet das keine Nachahmer. Egal, besorgen wir schnell diese Tyrannenrüstung. Davon habe ich eine, oder? Habe ich davon eine? Wenn, dann muss ich die ja anhaben, sonst. Souveräne Bleirüstung. Lesende Herbstzeitmantel. Souveräne Tyrannenrüstung. Also eine ziemlich teure Rüstung. Und sie will sie tatsächlich einfach mitnehmen. Das war fies. Ich hätte natürlich jetzt noch eins hinstellen können, das nicht verbessert ist und so, aber egal. Ist es das, was du suchst?
Wow, beeindruckend. Hätte nicht gedacht, dass du das hinkriegst. Besser als erwartet. Aber... Nee. Ich frage mich, was sie sonst noch so zu bieten hat. Wenn ihr mir noch eine weitere Gabe bringt, werde ich euch folgen. No. Das noch etwas obendrauf sein? Ah. Also, da ihr mit mir ja einen echten Fang macht, wäre es nur gerecht, wenn ihr mir eine wunderschöne Druglanze darbringt. Die Druglanze? Verehrte Göttin, das hieße doch... Was ist los? Ach, nichts. Los, los. Geht und holt mir meine Gabe. Die Glücksgöttin kann sehr launisch sein. Ui. Oh Mann, das ist dann aber das letzte Mal. Holen wir diese Druglanze, bevor ihre Hoheit es sich wieder anders überlegt. Habe ich eine Druglanze? Scheint hier eine ausgerüstet? Drachenlanze, Drachenlanze, Drachenlanze. Okay, nein, eine Druglanze haben wir anscheinend nicht. Das ist aber ein bisschen doof. Können wir denn so eine herstellen oder dauert das noch? So, Waffen waren hier rechts. Ja. Schwerter. Eislanze, Mäuselanze, Alabasterlanze, Mäuserarmeelanze, Schieferlanze, Paniklanze, Meereslanze, Flimmerlanze, Windlanze, Veteranenlanze, Titanlanze, Bestienlanze, Drachenlanze, Frostlanze. Eisnachst. Wir haben keine Druglanze. Jetzt gucke ich nochmal kurz nach umwerfenden Knoblauch und Flügelknochen, weil die brauche ich ja auch noch. Und wir finden Knoblauch. Okay, dann habe ich jetzt 5. Die brauche ich nämlich. Die 5 für noch irgendeinen Auftrag. Flügelknochen. Ich denke mal weiter unten sind die Knochen. Da. Aber keine Flügelknochen. Flügelknochen bekomme ich hier irgendwie nicht her. Da brauche ich wohl jemanden mit roher Gewalt, damit ich das dann herstellen kann. Also jemanden habe ich glaube ich noch nicht. Ist natürlich nicht so gut. Schon und recht sehe ich doch auch, wer mir die Aufträge gibt, oder? Pure Leidenschaft, Schnäppchenjagd, einfach himmlisch, in tiefer Demut, magische Hände. Kriege ich auch niemanden mit roher Gewalt. Bodencrew. Traumwissen. Okay, keine Ahnung. Dann das hier. Und mir für der Knoblauch an wen? Ach, hier ein Mac-Baum. Da, Zentralpark. So. Dann übergeben wir mal den umwerfenden Knoblauch. Schön. Also, was mir für das Super Vital X noch, noch fehlt, sind 5. So, bitteschön. Hier, 5 Knollen umwerfender Knoblauch, wie bestellt. Hervorragend und keine Minute zu spät, damit ist mein Super Vital X perfekt. Es ist vollbracht, Sino, wissenschaftlich fundiert und perfekt zusammengesetzt, das ideale Nahrungsmittel. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Feldversuch. Hier, nimm das und finde einen einen armen, energielosen Mac-Baumer. Und das, obwohl noch niemand das Zeug hier probiert hat? Wenn das mal gut geht? Ada. Keine Sorge, wenn der Geschmack ein bisschen Wumms hat, ist die Wirkung doch umso größer. Wenn du meinst, dann gehe ich mal.
So, da muss ich mal jemanden finden. Ich glaube, da haben wir schon unseren Kandidaten, oder? Ich kann nicht darüber hüpfen. Na gut. Wir sind ein anständiger Kerl, wir laufen nicht durch die Blumen. Da. Nee. Du siehst aber gar nicht gut aus. Was ist denn los? Ah. Ich hatte heute so viel Arbeit, dass ich nicht mal essen konnte. Jetzt bin ich sogar zu erschöpft, um nach Hause zu gehen. Yes. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Dieses Super Vital X bringt dich im Handumdrehen wieder auf die Beine. Hoffe ich zumindest. Mhm. Was soll das denn sein? Ich höre das zum ersten Mal. Aber gut, immer her damit. Mampf, Mampf, Wirk. Wie scheußlich, das Zeug gehört ja verboten. Wie soll das nochmal heißen? Es ist Super Vital X. Hä? Ja, Super Scheußlich X. Das kannst du als Brechmittel verkaufen. Nee. Aber fühlst du dich denn nicht besser als vorher? Was? Warte mal, jetzt wo du es sagst, tatsächlich. Ja, so fit. Habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Ich könnte Bäume ausreißen. Siehst du? Gerade eben konntest du vor Erschöpfung kaum laufen. Erschöpfung? Was ist das überhaupt? Das Wort kenne ich gar nicht. Der Geschmack ist eine absolute Katastrophe, aber das Zeug wirkt wahre Wunder. Vielen Dank, Kumpel. Ach, ich soll 5 müde Personen finden. Na gut, dann... Dann suchen wir wohl mal weiter. Ebene 1, bitte. So, hier lang. Na. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Oh, hier. Da habe ich ja wieder was angerichtet. Was soll ich tun? Wenn ich gestresst und hungrig bin, platzt mir bei jeder Kleinigkeit schon der Kragen. Anno. Dann versuch es doch mal hiermit. Super Vital X, Stresshemmer, Notration, Anti-Aging-Mittel. Hm? Ist das sowas wie eine Werbeaktion? Naja, wenn es was umsonst gibt, sage ich nicht nein. Auf Mampfwirk. Ich bekomme plötzlich Kopfschmerzen. Was hast du mir da gegeben? Willst du mich vergiften? Das ist Super Vital X. Super Vital X? Wie das schon klingt. Chemie, Gift. Was hast du dir dabei gedacht? Hä? Jetzt beruhige dich erstmal wieder. Oh, die Schmerzen sind wieder weg. Mir ist zwar noch ein bisschen flau, aber ich fühle mich so leicht. Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich glaube, ich musste nur mal Frust ablassen. Ach, mach dir nichts draus. Und geht es dir jetzt besser? Ja, und wie? Ich bin satt und glücklich. Jetzt muss ich mich nur noch bei meinem Kollegen entschuldigen. Sehr gut, so. Die letzten Personen sind alle auf Ebene 0, oder wie? Ja, Ebene 0, bitte. Okay, erstmal hier oben ist ja einer. Von euch keiner, oder? Nein, du also. Was soll ich denn machen? Ich bin einfach immer hungrig. Egal was und wie viel ich esse. Eine Stunde später hängt mir der Magen wieder in die Kniekehlen. Anno. Da habe ich einen Tipp für Sie. Versuchen Sie es doch mal hiermit. Super Vital X stillt auch den größten Hunger. Hm? Ist das so ein künstliches Zeug? Tut mir leid, Junge, aber das habe ich alles schon versucht. Vielleicht sollte ich doch mal zum Arzt gehen. Das ist nicht irgendein künstliches Zeug, sondern wissenschaftlich bewiesen. Es wurde von einer Ernährungswissenschaftlerin entwickelt. Aha, wissenschaftlich bewiesen, also. Na schön, wenn du mich dann in Ruhe lässt, werde ich es probieren. Mampf, Mampf, Wirk. Ja. Nein, Schluck. Aha.
Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Wie kann das sein? Ich bin nicht nur satt, sondern meine Rückenschmerzen sind auch geheilt. Dabei quält mich mein Rücken schon seit Jahrzehnten. Ich fühle mich so leicht, als hätte ich Flügel. Jetzt bitte nicht von hier runterspringen, ja? Aha, sehen Sie? Ich sage ja, wissenschaftlich bewiesen. Du hast recht, Junge. Das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Erfindung. Wie heißt das Zeug nochmal? Super Vital X. Das merke ich mir. Jetzt werde ich nach Hause gehen und zum ersten Mal seit Jahren mein Springseil auspacken. Oh, da wird sich der Nachbar drunter beschweren. So, auf zu der nächsten. Das ist auch wieder hauptsächlich einfach nur so eine Laufaufgabe. Aber bald haben wir alle Nebenaufgaben gelöst. Und dann... Dann können wir wieder mit der Story weitermachen. Darauf freue ich mich schon unglaublich. Euch geht's gut? Oh, okay. Oder auch nicht. Ah, da steht einer. Was ist denn mit dir los? Ich habe echt total keine Lust mehr. Sollen die ihre Arbeit doch selbst machen? Diesen Gesichtsausdruck kenne ich doch. Du bist bestimmt müde, erschöpft und hungrig, habe ich recht? Das kannst du laut sagen. Dauernd muss ich Überstunden schieben und Pausen durcharbeiten. Ist das mein Schicksal als Praktikant? Nee. Ich glaube, da kann ich dir helfen. Du solltest zwar auch mit deinem Chef reden und nicht zulassen, dass du ausgenutzt wirst, aber für jetzt und hier könnte ich dir helfen. Könnte dir das hier helfen. Ehrlich gesagt, im Moment ist mir alles recht. Vielen Dank. Wampf, wampf, wirk. Was zum... Wie bin ich denn hierher gekommen? Gerade eben habe ich noch im Labor gearbeitet und dann Filmriss. Hä? Schnüffel. Was ist das für ein Gestank? Bin ich das etwa? Das war der umwerfende Knoblauch. Gute Güte, das treibt einem ja die Tränen in die Augen, doch ich fühle mich sonderbar beschwingt. Geht es dir jetzt besser? Besser? Das kannst du laut sagen. Dieses brachiale Aroma hatte meine Synapsen stimuliert. Ich muss sofort zurück an die Arbeit. Junger Freund, ich weiß zwar nicht, was du getan hast, aber ich danke dir. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Buchwalter. Hast du noch Aufträge für mich? Gläser Joghurt kann ich dir geben. Knochen kann ich dir geben. Goldbutter kann ich dir geben. Oxiderz ausnahmsweise. Kaktorangen, ach, weil du es bist. Herbstknöpfe, klar, immer noch. Ach, du der Engel, für meinen Buddy doch alles. So, und nochmal für meinen Best Freund ein paar Blue Prismen. So, ab geht's. Bitteschön. Will ich aber auch Treuemünzen sehen. Das sind jetzt schon einige, also die Belohnungen werden... 65, die Belohnungen werden doch... Langsam großzügiger. Okay, 10. Komm, sagt man's. 52, ja. 45. Und nochmal 20. Talent hast du wohl noch nicht. Hast du noch irgendwelche interessanten Gegenstände? Du hättest zwei Flügelknochen. Machen wir das doch einfach, oder? Hutholz, Frohholz. Natürlich hoffenweise Erze. Alles wirklich alt. Gut. Jetzt übergeben wir mal dem Letzten hier sein Super Vital X.
Das nehme ich mir noch mit. So, hier unten also. Na, was ist denn? Heute schon wieder Patrouillendienst. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir wenigstens eine Stunde eingepackt. Konnichiwa. Oh, das klingt ja so, als ob du eine Stärkung für unterwegs gebrauchen könntest. Eine Stärkung? Ach, du willst mir bestimmt was verkaufen. Nee. Tut mir leid, Kleiner, aber ich esse prinzipiell nur Hausmannskost. Naja, es wurde aber von der Köchin aus frischen Zutaten zubereitet und man kann es noch in keinem Laden kaufen. Also ist es quasi Hausmannskost. Das ist nicht ganz, was ich gemeint habe, Kleiner. Aber du scheinst mir eine ehrliche Haut zu sein, also lass mal sehen. Wirk. Und? Was sagst du? Das ist ja... Ich fühle mich plötzlich so super vital. Ich muss rennen, ich muss springen. Ein Glück, dass ich heute Patrouillendienst habe. Siehst du? Das ist doch sicher besser als eine Art Stulle. Jo, für eine Frau mit einer Mission ist es genau das Richtige. Wie heißt das Zeug denn? Super Vital X. Das ist ja ein passender Name, ne? Wenn du mir verrätst, wo das herkommt, kaufe ich alle davon. Ja, wie es aussieht, funktioniert es tatsächlich. Ein erstaunliches Zeug. Gut, wir haben das ganze Super Vital X verteilt. Berichten wir von unserem Erfolg. Machen wir doch. Jetzt müssen wir wieder hoch zur Ebene 2 fahren. Ah. Blöden Fahrstuhl. Oh, kann man das bis ganz nach unten sehen? Cool. Wie weit geht's hier eigentlich runter? So. Das scheint dann der Boden zu sein, oder ist das nur so dunkel, dass das noch tiefer geht? Ne, das scheint der Boden zu sein. Wo geht das auch noch? Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich hohes Gebäude. Hier, dass es hier nicht jetzt das blaue Symbol neben Ebene 2 anzeigt. Dass ich genau weiß, okay, für den Auftrag muss ich zur Ebene 2. Was ich jeweils raten muss. Meistens rate ich dann nämlich falsch. Nur hier weiß ich das jetzt gerade noch zufällig. Hier habe ich jetzt, ist jetzt noch im Kopf. Da ist noch einer umgekippt. Das ist natürlich nicht so schön. Ich frage mich, wo ich mein Talent mit roher Gewalt herbekomme. Damit ich die Glücksgöttin dann anwerben kann. Ich habe das ganze Super Vital X verteilt. Ah, da bist du ja wieder. Wie ist das gelaufen? Der erste Eindruck war immer etwas, extrem. Aber anschließend waren alle Leute satt und fühlten sich ausgezeichnet. Ha, genau wie erwartet. Vielen Dank für deine Mitarbeit heute. Mein Budget gibt im Moment nicht viel her. Aber hier, das ist eine Belohnung für dich. Mac Energy. Okay. Damit wäre das dann auch mal erledigt. So, dann sehen wir mal, was wir noch haben. Ups. Flügelknochen, genau. Nee, Moment. Wenn wir nur gerade hier in MacBomb sind, sollten wir das auch nutzen. Beste Papa der Welt. Genau, suche MacBombs Spielzeugverkäufer auf. Jetzt wird's wieder lustig. Jetzt müssen wir wieder raten, auf welcher Ebene das ist. Ich könnte natürlich auch auf der Karte gucken, in welcher Ebene das ist, aber das wäre ja zu langweilig. Wir fahren mal zur Ebene 1. Und das war falsch. Auf zur Ebene 0. Oh, Mann. Blöde Fahrstuhl. Hä? Ach du! Den Laden habe ich hier überhaupt nicht gesehen. Guten Tag, junger Mann. Womit kann ich dienen? Ich soll hier in MacBomb mein sogenanntes Abracayoyo kaufen. Ach je, ein Abracayoyo? Ehrlich gesagt, die werden schon gar nicht mehr hergestellt.
Was? Das heißt also, ich kann es hier gar nicht kaufen? Ja, tut mir wirklich leid. Unsere Produktionsmaschine zur Herstellung dieses Spielzeugs ist kaputt gegangen. Da wird also wieder produziert, sobald sie repariert ist, nicht wahr? Darf ich fragen, wann das sein wird? Das ist leider schwer zu sagen. Ungünstigerweise ist ein sehr kompliziertes Teil beschädigt. Für die Reparatur brauche ich ein sehr seltenes Bauteil. Einen geheimnisvollen Prisma. Ich habe leider keine Ahnung, wann ich das bekomme. Wenn Sie also das geheimnisvolle Prisma haben, können Sie das Jojo für mich herstellen? Selbstverständlich. Du musst wissen, dieses Spielzeug ist das Aushängeschild meines Geschäfts. Alle Kinder warten schon ganz ungeduldig darauf, dass ich die Produktion wieder aufnehme. Alles klar, da werde ich mich auf die Suche nach einem geheimnisvollen Prisma machen. Ich glaube, davon habe ich eins, oder? Ja, ich habe sogar drei. Gut, bitteschön. Das wird doch... Genau das ist es. Das geheimnisvolle Prisma. Damit können Sie wieder Jojos herstellen, richtig? Ja, natürlich. Ich werfe sofort die Maschine an. Bevor du dich versiehst, ist es fertig. Oh, das ging aber schnell. Ist ja auch eine Hightech-Maschine, eine hochtechnologische Angelegenheit und der Stolz Backbaums. Für das Spielzeug brauchst du diesmal übrigens nicht zu zahlen. Du hast ja dafür gesorgt, dass ich mein bestes Produkt wiederherstellen kann. Vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg mit der Spielzeugproduktion. Danke und vielen Dank für deine Hilfe. Dann mal auf nach Goldorado. Bringen wir das Spielzeug zu unserem Auftraggeber. Okay, sonst verkauft er überhaupt nichts. Na gut. Schade, ich dachte, das wäre halt wirklich nur ein richtiger Laden, aber... War aber nur so für die Quest. Nein, vor dem Casino. Ah, der ist auch ein Casino. Ah ja, genau, das war ja der dort unten. Da bist du ja endlich. Hast du das Alpaka-Jojo für meinen Sohn mitgebracht? Natürlich, hier bitte. Oh, das ist es also. Danke dir. Da wird sich mein Sohn bestimmt riesig freuen. Ich würde es ihm am liebsten sofort geben, aber ich kann das Casino jetzt nicht verlassen. Ich habe hier die Verantwortung. Entschuldige, aber dürfte ich dich noch um etwas bitten? Kannst du meinen Sohn suchen und ihn zu mir schicken? Gerne. Danke, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Mein Sohn trägt blaue Kleidung und hat auffällige Schlappohren. Er muss irgendwo in Goldorado herumstreunen. Finde ihn bitte für mich, ja? Jetzt ist aber eine Sache passiert, die ich nicht okay finde. Wir haben ihm sein Geld gar nicht zurückgegeben. Der hat uns 10.000 gegeben, damit wir das Spielzeug für seinen Sohn kaufen. Wir haben das Spielzeug umsonst bekommen und haben ihm das Geld noch nicht zurückgegeben. Na, 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 Evan. Das ist aber nicht die Art eines Königs. Glitzer. Na, wo versteckt er sich denn? Hier vorne. Hallo. Was willst du von mir? Mein Vater hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Er will scheinbar etwas mit dir besprechen. Was? Mein Vater will etwas von mir? Danke für die Info. Ich gehe gleich zu ihm. Na? Mein Junge, alles Gute zum Geburtstag. Na? Gefällt es dir? Das habe ich dir extra besorgt. Ja, super. Sieh doch mal hin, das ist ein Afrika-Jojo. Ich habe es extra aus Macbaum für dich liefern lassen. Schön. Danke, Papa. Für meinen geliebten Sohn ist mir nicht zu teuer. Was ist denn los, Junge? Hat dir das super Geschenk etwa die Sprache verschlagen? Ein Haustier. Haustier? Ich wollte einen kleinen Vogel zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das habe ich dir erst neulich erzählt. Wie? Naja, was soll's. Du bist ja selbst fürs Zuhören zu beschäftigt. Egal, was ich dir sage, du merkst es dir sowieso nie. Und außerdem ist mein Geburtstag nicht heute, sondern nächste Woche.
Oh je. Oh. Das weiß ich natürlich. Das ist ja auch ein Vorgeschenk, genau. Eine Generalprobe für deinen richtigen Geburtstag. Echt? Dann kriege ich doch noch einen Vogel zum Geburtstag? Das ist selbstverständlich, gar kein Problem. Freu dich schon mal, nächste Woche gibt's eine riesige Feier. Okay, ich hab dich lieb, Papa. Puh, ich hatte kurz meine Zweifel, aber scheint ja alles gut gelaufen zu sein. Ich habe ganz schwitzige Hände bekommen von Nervosität. Egal, Ende schick, alles schick. Na gut. So, jetzt aber die Flügelknochen. So, und soweit ich dort nachgeguckt habe, vier der Aufträge sind Militäraufträge. Das eine ist Roosevelter Pink, das andere ist die Traumportale. Also quasi sechs von den Missionen werde ich wohl jetzt nicht machen. Die werde ich wohl erst nach der Hauptstory machen. Oder zumindest die Militäreinsätze, die werde ich außerhalb der Aufnahme machen. Vor allem ist das was, dass wir hier andauernd neue Aufträge wiederbekommen, durch die neuen Talente. Auf ein Wort, Evan, ich musste etwas mit dir besprechen. Es geht um Susi. Klar doch, was ist passiert? Ich übernehme für Susi immer die Wartung ihrer Beinprothese und in letzter Zeit liegt sie mir ständig in den Ohren und ich soll das Ding noch gefährlicher und kampftauglicher machen. Neulich kam sie mit einem Plan für einen kleinen Düsenantrieb daher und wollte, dass ich ihr das Höllending in die Prothese einbaue. Ich konnte von meinem inneren Auge schon sehen, wie sie laut johlend und hammerschwingend gegen den nächsten Baum donnert. Ich habe ihr dann irgendwie klar gemacht, dass ich die Verantwortung für so einen Wahnsinn nicht übernehmen werde. Stunden hat das gedauert. Und sie hat erst locker gelassen, als ich ihr versprochen habe, stattdessen einen mega coolen Kampfanzug für sie zu basteln. Und der Düsenantrieb? Ich muss dir garantieren, dass der Kampfanzug mindestens so cool wird wie eine Beinprothese mit Düsenantrieb. Wenigstens konnte ich sie davon überzeugen, auf diese lebensgefährliche Spinnerei zu verzichten. Ist wohl nicht immer leicht, mit Susi zusammenzuarbeiten. Wenn ich dir irgendwie zur Hand gehen kann, sag es bitte. Arigato. Vielen Dank, Evan. Du könntest mir dabei helfen, das nötige Material zu beschaffen. Zunächst brauche ich zwei sonnige Prismen für den Sensor, der die Lebensfunktion des Trägers überwacht. Zwei sonnige Prismen. Ja, ne? Danke, ich brauche auch noch ein paar andere Sachen, aber darüber sprechen wir später. Okay, ganz ehrlich, das reden wir jetzt mal. Ich glaube, wir dürften alles haben. Wir haben ja echt eine Menge Sachen. Unsere Materialien für den Kampfanzug kriegen wir wohl zusammen. Zwei sonnige Prismen, okay. Yes. Werde ich jetzt nicht vorlesen. Zwei Brockenoxiderz, das haben wir auch. Ja. Oh. Genau. Bis wartest du einfach und runter, bis ich fertig bin. Hier würdest du dich sicher nur unwohl fühlen. Schmettere nehme ich bei der Arbeit gerne. Ah, okay. Sieht nice aus. Gefällt mir. Hi. Tada. Na, was sagst du? Das hat Patrick für mich gemacht. Das ist ja ein mega cooler Kampfanzug, Susi. Er ist federleicht und man spürt ihn beim Bewegen fast gar nicht. Einen besseren Kampfanzug kann man sich nicht wünschen. Diesen Anzug siehst du echt unbesiegbar aus. Wie ein Sonderkommando Elite Speziallistendingens. So, ne? Ah, dieses lange Wort. Patrick bekommt wirklich immer alles zu hören, wie ich es mir vorgestellt habe. Als könnte er Gedanken lesen. Es gibt wirklich keinen besseren Industriedesigner. Wenn ich dich schon nicht davon abbringen kann, immer dein Leben zu riskieren, will ich dir wenigstens den bestmöglichen Schutz verpassen. Evan, dir auch nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Nicht zu danken. Ist doch schön, dass wir Susi eine Freude machen konnten. So, so. Hör mal, Patrick. Findest du nicht, dass dieser Anzug hier und hier noch zwei Düsenantriebe? Wie? Was? Ich verstehe dich nicht. Ich glaube, ich habe gerade einen Hörsturz.
Jawohl, bitteschön. Alles klar, das sieht auch gut aus. So, jetzt die Flügelknochen. Ach, da oben steht sie. Okay. Nein, ich kann da nicht drüber hüpfen. Och, wie ärgerlich. Ah, steht doch so viel im Weg. Nein, nicht hüpfen, reden. So, bevor ich mit meinem Ritual anfangen kann, brauche ich noch 2 Flügelknochen. Tut mir leid, dass ich dir solche Umstände mache. Kein Problem, habe ich dir besorgt. Piepsabella, hier sind die Flügelknochen. Arigato. Ah ja, die sehen brauchbar aus. Vielen Dank, Evan. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Ritual, für das du die Knochen brauchst? Das kann ich nicht einmal dir verraten, sonst wäre es ja kein Geheimnis mehr. Du hast aber nicht wieder damit angefangen, Leute zu verfluchen oder sowas. Nein, wo denkst du hin? Jemand hat einen Liebeszauber bei mir bestellt. Was glaubst du, was bei mir los ist, wenn die Leute Wind davon bekommen? Ach so, tut mir leid, dass ich so nachgebohrt habe. Ich hätte wohl ein bisschen mehr Vertrauen haben sollen. Ist schon in Ordnung. Du hast mir schließlich mit den Flügelknochen geholfen. Wenn du auch irgendwann mal einen Liebeszauber brauchen solltest, du weißt ja, wo du mich findest. Danke, aber kein Bedarf. Nein, ich glaube, für Shanti braucht er keinen Liebeszauber. Oh, das läuft auch so. Y. Wir haben so viel Kohle, das ist der Wahnsinn. Und wir können es kaum noch verwenden. Boah, wenn ich jetzt Flügelknochen habe. Moment. Flügelknochen, 3 Stück. Ach, das ist doch ein Witz. Jetzt auf einmal. Ist doch immer dasselbe. Oh Mann, ihr seid noch nicht voll. Müsst noch ein bisschen mehr machen, dass ihr aufleveln könnt. Ah, warte, ich habe doch 3 neue Talente. Was sind denn das für welche? Ach, Henry erstmal aufstufen. Alles klar. Schnudolf. Kreatives Genie. Ah ja, genau, im Atelier. Technisches Institut. Und Atelier. Achso, hier. Gerade bald. Genau, so. Das Atelier. Schnudolf mit kreatives Genie. Sollen wir mal Designerblick. Kann mal weg. Dafür machen wir den Fiebsbacher da rein. Mit geschickte Hände. Kiel kann ich auch aufbessern. Ich wollte mal hier den Eric so lange hier reinmachen. Schnurtina auch. Alles klar. Und Kiel. Oh. Noch einer? Ja, Sören. Und morgen. Forschen. So. 2 Talente mit kreatives Genie. Genau. Dann ist das hier schon mal fertig. Hier brauche ich nur noch den mit roher Gewalt, oder? Rohe Gewalt dafür und sonst? Sonst nichts mehr. Okay. Wir brauchen immer noch 12 Talente. Um unser Königreich nochmal aufzubessern. Wie viele Talente bekommen wir hierdurch jetzt noch? Sie ein Talent? 2 Talente?
3, 4, 5, 6, 7. Sieben. Das heißt, es fehlen tatsächlich noch einige Talente, so. Ups. Fernweh, ich würde sagen, das können wir als nächstes machen. Ich hoffe mal, wir sind jetzt mittlerweile stark genug für diese Drachen, dass die uns nicht zu sehr Ärger bereiten. Ich würde sagen, da fahren wir hin. Ja, genau. Okay. 65. 55. Okay, wir sind stark genug. Okay, wir können aber auch so hier. Gut. Ich hatte schon Angst, dass die nämlich direkt angerannt kommen, wenn ich hier mit dem reden will. Wow, Wahnsinn. Was für eine malerische Landschaft. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Du bist ja auch gekommen, Mizjung. Den Anblick darf man sich echt nicht entgehen lassen. Das stimmt. So, mein Boot ist noch super in Schuss und ich fühle mich jetzt besser denn je. Das Abenteuer kann weitergehen. Das freut mich zu hören. Wohin möchtest du denn als nächstes rudern? In der Nähe von Quassenfloss gibt es eine kleine Insel, die mein Interesse geweckt hat. Gemütlich am Strand sitzen und guten Grillfisch essen, das ist doch ein feines Leben. Das klingt wirklich toll. Also dann, Mizjung. Wenn du Zeit hast, komm doch da auch mal vorbei. Moment. Überraschung. Judan するなよ. Schön auf Drachenjagd gehen. Sehr gut. Ja. Vergiss Drachenjäger Ornstein. Drachentöter Ornstein. Ja, Drachentöter Evan ist jetzt hier, oder? Das ist so ein böses Monster noch. Das will ich auch noch bekämpfen. Ein Stab des Wissens. Ist der besser oder schlechter als unser Zeug? Schlechter, okay. Gucken, da ist nämlich noch eine Kiste versteckt. Einen glänzenden Ring der Ferne. Hier ist auch noch eine Kiste. Ein scharfer Kriegerumhang. Level 29 ist der erst. Da brauche ich eigentlich nicht mal die Kampf-Equalizer einstellen. Für sowas. Okay.
Ach Mist, ich wollte ja. Oh Mann! So. Der ist noch nicht mal annähernd eine Gefahr für uns gewesen. Na gut, aber schon diesen Level gestiegen. Kraftprotz. Ich glaube nicht, dass die so gut ist wie die, die er jetzt hat, oder? Mal kurz nachgucken. Nein. Und die Tour Nummer 4. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich würde schon gerne mal ein bisschen Abwechslung jetzt reinbekommen. Nämlich mal Roland und Susi austauschen. Da haben wir wirklich alles. Da haben wir Lanze, Bogen, Lanze, Schwert, Hammer, Pistole, Magie, Bogen. So in dieser Kombination haben wir halt quasi alles. Und warte mal kurz. Schwert, Lanze, Hammer, Bogen, Magie, Pistole. Oh, und das andere ist dann die Kombination für... Ist dann auch die Kombination für alles, aber halt für die andere Seite. Ja, ja. Okay. Was ist das denn für ein Hammer? Ja, du tauschst mal hier. Ja, das wird auch mal getauscht. Ist ja auch. Ja, gut. Y. Ah, ja, wir nehmen noch einen. Der dürfte jetzt vom Level wohl etwas höher sein, denke ich. So, und außerdem sollten wir uns darauf gefasst machen, auf Weich und Wasser. 40 können wir aber locker mit aufnehmen. Todessterntakel. Na. Okay. Gut, haben wir den auch mal weggemacht. Ein paar Ritterstiefel. Oh, sehr schön. Komm, Ritterstiefel für Evan. Gute, starke Ritterstiefel für Evan. Okay. Obwohl, doch. Stimmt. Evan hat ja gar nicht die besten Schuhe zurzeit. Und du bekommst statt diese mäßigen Kosmostiefel fokussierte Designerstiefel. Oh. Das nenne ich mal schick. Ich werde jetzt gleich die Folge beenden. Ich habe gerade nochmal auf die Uhr geguckt. Ah, stimmt, dann müssen wir hier jetzt nochmal mit weiter. Ach, da unten steht jetzt. Gut, da gehen wir mal bis hier hin. Den Auftrag bringen wir jetzt noch zu Ende.
Moment, wo ist er denn? Ach ja, das ist ein Bootchen. Da, da ist er. Hab ich zuerst gar nicht gesehen. Hallöchen. Blauer Himmel, weißer Strand, strahlende Sonne. Quastenfloss ist das Paradies auf Erden. Ja, stimmt. Das würde ich jedenfalls sagen, wenn es nicht so verflucht heiß wäre. Okay, das ist natürlich doof. Hallo Helge, ich wollte mal vorbeischauen. Oh. Oh, der Mizjong, willkommen auf meiner Insel. Fühl dich wie zu... Ist alles in Ordnung? Du wirkst irgendwie so schlapp. Schlapp? An mir ist gar nicht schlapp. Im Gegenteil, ich bin voller Energie. Wolltest du sagen, voller Energie? So siehst du ehrlich gesagt nicht aus. Ich will ehrlich sein, Junge. Von Hafenna hierher zu rudern war anstrengender, als ich erwartet habe. Meine Arme sind ziemlich ausgelaugt. Und diese Insel, ich habe das Gefühl, in einem Backofen zu leben. Hier kann ich unmöglich alt werden. Verstehe, aber in deinem jetzigen Zustand kannst du unmöglich weiterreisen. Soll ich dich nach Hafenna zurückbegleiten? Unmöglich. Ich habe von meinen Kollegen mit meiner Reise geprahlt. Wie Oscar. Ich mache mich doch zum Gespött, wenn ich jetzt mit eingekniffenem Schwanz zurückgehe. Nein, ich werde weiterreisen. Wenn man etwas wirklich will, kann man es auch schaffen. Das muss einer wie du noch am besten verstehen. Naja, vielleicht ein wenig. Wohin möchtest du denn als nächstes reisen? Oh. Jedenfalls irgendwohin, wo es nicht zu heiß ist. Eine gemütliche Höhle mit Schutz vor Wind und Wetter, das wär's. Eine Höhle also. Ich wünsche viel Glück bei der Suche. Matana! Danke, wenn ich so eine Höhle finde, werde ich eine Weile drin wohnen. Also komme ich doch mal besuchen. Na, ja, bis dahin. Gehen wir vom Acetatfeld aus. Wahrscheinlich ist es in der Höhle zu dunkel, zu feucht und zu viele Gegner. Na, was will man machen? Ich soll einfach nach Minneapolis kommen. Hat er diese Höhle hier gemeint oder die andere? Es sind ja zwei auf einmal. Boot steht zumindest dort unten. Ich denke mal, er ist in der Winkelgrotte. Ja, da ist er tatsächlich. Na? Der Mizjong, was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Schön, vom Ende nochmal ein bekanntes Gesicht zu sehen. Holla, du siehst aber gar nicht gut aus. Was hast du denn diesmal angestellt? Ich habe mich etwas zu sehr verausgabt, um herzukommen. Wer hätte gedacht, dass es nicht mein Schiff ist, das zuerst kaputt geht? Nee. Helge, reiß dich zusammen. Du musst durchhalten. Ach, wozu denn noch? Es ist doch ein schöner Ort zum Sterben. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Kannst du nicht einfach so aufgeben. Ich gehe Medizin holen. Solange musst du durchhalten. Danke, Jung. Was mir jetzt wirklich helfen könnte, wäre ein Vierblätterkraut. Das habe ich sogar. Ja, bekommst du eins. Oh, Mizjong. Ich dachte für einen Moment, ich wäre hinüber. Gute Güte, jetzt sei brav und geh wieder zurück nach Hafenna. Ich habe verstanden. Diesmal habe ich meine Lektion gelernt. Entschuldige, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Matana! Ich überlege mir auf dem Rückweg, wie ich dir den Gefallen zurückzahlen kann. Wenn du mal wieder in Hafenna bist, sprich mich an, ja? Alles klar. Sein Gefallen ist dann, dass er nach Minneapolis kommt als weiterer Kollege. Helge ist allein nach Hafenna schafft, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Mach dich nicht verrückt, Evan. Dem ging's doch mit dem Kraut besser. Wir können ja in Hafenna mal nach ihm sehen. Er wollte dir doch eher eine Belohnung geben. Dann machen wir das mal. Ach Quatsch. Ich
Also da können wir doch hinreißen. Das geht deutlich schneller, als hier den ganzen Weg zu fliegen. Diese neue Insel dort mitten im Meer, die macht mich so neugierig. Ich will unbedingt dahin. Ich weiß, nein, erst die Nebenaufträge. Ich muss mich halt noch ein bisschen gedulden. Oh. Herr Mizung, schön dich zu sehen. Der alte Hannes hat mich ganz schön zusammengestaut. Haha. Jetzt aber zu deiner Belohnung. Ich habe mir echt den Kopf zerbrochen. Ich würde dir ja ein Schiff bauen, aber du hast ja schon eines. Deswegen dachte ich, biete ich dir statt etwas Materiellem meine Dienste an. Ich ziehe nach Minneapolis und arbeite dort für dich. Wieso steht da Evan? Hallo? Hallo? Das ist ein Fehler. Oder? Oder? Ja, jetzt nehme ich Evan erst dran. Wir können tatsächlich einen Schiffszimmermann gebrauchen und du möchtest sowieso weg aus Havanna. Wir hätten also beide etwas davon. Du wirst es nicht bereuen, Junge. Ich arbeite die Schulden für die Medizin ab und noch viel mehr. Na dann, herzlich willkommen in Minneapolis. Gut, zweites Talent mit Bodencrew. So, dann würde ich sagen, beende ich hier jetzt erstmal die Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom, wo wir dann hoffentlich den Rest der Nebenaufträge fertig bekommen. Aber zumindest, wenn nicht zumindest einen Großteil bekommen wir fertig. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.